So, liebe Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Einzelmission. Jawohl, Ostfront, Schlacht um Stalingrad, Evakuierung. Unsere Aufgabe wird es diesmal sein, Moment, kurz hier alles bereit machen zum Abfliegen. Wir sollen wertvolle Ausrüstung auf jeden Fall verteidigen. Jawohl. Fliege zur Fabrikanlage, das machen wir erstmal. Und dann lassen wir uns überraschen, was dann sonst noch so auf uns zukommt. Genau, ich bin nicht ganz alleine mit mir, der Hades 502. Hallo, Genossen. Genau, dazu noch Naruto und Brian Adams. Guck doch mal auf Statistik. Also, Naruto und Brian. Naruto und Brian Adams. Alle dabei. Ich habe mal Prominente eingeladen hier, Leute, extra nur für euch. Na, ne? Oh, Blödsinn. Der schießt schon damit Seil. Ja, Mann. Als Napoleon Amerika erfand. Das hatten wir doch schon mal, ne? Ich glaub schon. Da schmeißt ihr euch doch bloß weg. Ja, klar, weil es behindert ist. Was? Das ist aber die Geschichte. So ist es passiert. Deine Geschichte von Alsch. Es gab da mal so einen Film, ey, wie die Menschen den Gesang erfanden, ne? Er war so ein Neandertaler, der hat einen anderen Neandertaler einfach so dicken Stein auf den Fuß geschmissen, ne? Ah! Der ist am Rumschreien und so, und da dachte er sich, Mensch, das hört sich gar nicht so schlecht an. Ja, ja! Und der kloppte ihm noch einen drauf und noch einen und noch einen. Das war der Kerl, ey. So, gib den Lastwagen Deckung, während sie Ausrüstung zu den Schiffen bringen. Okay. Ja, okay. Und mit das Flugzeug läuft zu fliegen. Warte mal. Scheiß Schauspieler. Das Flugzeug, das zu fliegen, ist eine Jagd 1B. Ja, genau, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Ja, sowas vergesse ich. So eine Details vergesse ich immer ganz gerne. Yep. Aber aussuchen kann man sich ja das Flugzeug hier sowieso nicht. Leider Gottes, ne? Deswegen. Okay, Kontakt. Kontakt, BF-109er, F4er. Genau. Ja. Wir sind keine Herausforderung für das mächtige Staat des verbindlichen Russlands. Greift da. Einer ist weg. Jo, ich sehe schon. Gut gemacht. Sie haben sogar Bomben mit dabei, ne? 50 Kilo Bomben. Also schnell abschießen. Idioten, ihr kommt niemals an mich vorbei. Schieß dich weg, Motherfucker. Einer brennt. Muss nachladen. Na, jetzt stürzt ab, glaub ich. Ja, die Wichser machen Sturzflug. Der gibt nirgendwo Munition aus. Jo, mir auch. Verdammt, die müssen wir früher runterkriegen. Ja, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen ausreichen. Scheiße, Kopf wird aufgebraucht. Warte nach. Verflucht die Munitionskapazität der Russen. Verdammt nochmal. So. 120 Schuss, Alter, das ist ja lächerlich. So, also BF-109 hat noch 1000 Schuss was mit dabei mit dem MGs. Ja, ich ramm den rein. Ich will's ja auch noch genau wissen. Ja. Oh Gott, das ist sei so. Ja, Mann. Qualität. Ja, ist doch so. Ja, natürlich. Wie viel hatten wir jetzt eigentlich an Lastwagen? Wurden die unten angezeigt? Nee. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja, natürlich werden die da angezeigt. 22, du Esel. Ja, das ist... Oh, scheiße. Ja. Du jetzt. Egal. Ryan Adams, er macht sich schon drauf. Yep. Oh, ey, anderen, was ist denn? Den anderen habe ich quasi hier... Ja. Blei eingedrückt, Alter, der steht gleich ab. Ja. Ich krieg's nicht auf den Schirm hier, jetzt stopp doch mal. Na, sei, hast du Probleme oder was? Scheiße. Okay.
Mission C abgeschlossen. Gib den Transportschiffen auf ihrem Weg Deckung. Ich lade nochmal schnell nach. Ich auch. So, das sind hier unsere Kollegen. Hier da unten ist sogar noch einer. 1000 Schüsse auf ihn. Keiner tötet ihn. Was ist denn da los? Soll ich ihn rammen? Ich ramme ihn, ne? Opa. Ach, das ist doch der, den ich abgeschossen habe. Oh. Kann sein. Abgeschossen würde ich jetzt nicht sagen. Ne, den habe ich auch geschossen. Ist zu tot. Einfach zu Tode geballert, einfach, ne? Schützt du nachher ab. So, ja, und ihr seht schon, die Frachtschiffe machen sich jetzt einer nach dem anderen langsam auf den Weg. Die müssen wir natürlich verteidigen. Yep. 10 Schiffe an der Zahl. Meistens große Stein ist ja stolz auf uns sein wird und uns ein Gulag schickt. Bin ich mal gespannt, was für Flugzeuge uns da entgegenkommen. Jetzt bei so einem Frachtschiff, das kriegt man ja mit einem normalen Jäger nicht platt. Das müssen auf jeden Fall irgendwelche Jagdbomber sein oder sowas. Stukas wahrscheinlich, ne? Könnte auch sein, wenn sie übelst beladen sind mit richtig dicken Bomben. 500 Kilo Bomben, ne? Das würde auch schon ausreichen. Für ein Frachtschiff, mein Gott. Das Frachtschiff hat ja keine Panzerung, ne? Wirklich stark, ja. Ja gut, die haben Verteidigung, ne? Die verteidigen sich auch ein bisschen selbst, ne? Na klar, aber nicht so eine starke Verteidigung, also ein paar Flachs maximal. Mhm. Ich patrouille ein bisschen gegen da oben. Boah, das wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Die Schiffe sind echt langsam im Vorwärtsfahren. Naja, klar. Sie sind auch wahrscheinlich mit Hoskuppen, mit Kohle angetrieben, ne? Könnte durchaus sein damals, ja. Na klar, aber russische Schiffe müssen anders weiter. Die russischen Schiffe waren Schrott. Die wurden noch mit Hunde befeuert. Ja, genau. Du musst mir den russischen Flugverträge mal geben, ne? Die Kuznetsov-Fighter, die sind von einem verfickten Kohleofen angetrieben. Echt? Ja. Das ist aber echt das schlecht. Ja. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so. Der Dampf einfach dort oben, das ist brutal. Ja. Auch nicht gut, ein sehr starker Indikator dafür, ne? Also, wenn ich jetzt von Weitem, ich sage mal, du bist jetzt Japaner oder keine Ahnung, wer jetzt gegen die Russen da noch alles gezockt hat, und guckst von Weitem, du siehst da eine übelste Rauchschwade, dann ist das ja, naja. Naja, klar, aber sonst wenn du dann noch Flugzeugträge hast, dann willst du ja kaum eine Rauchschwade hinterlassen, ne? Okay, Kontakt, mein Freund. Wir haben hier ein paar Bodeneinheiten, ein paar Artillerieeinheiten. Die müssten die Schiffe eigentlich auch beschießen von Weitem, von der Küste aus. Ja. Die dann einfach auch mal ein bisschen dezimieren. Bitte. Ja. Sind aber nicht so starke Gegner, also... Nee, aber sie schießen. Ich meine, diese Mission hier hatte ich schon mal gezockt. Für Leute, die sich denken so, Mensch, die Mission kenne ich doch irgendwo her. Ja, das stimmt. Hier musste man mit der Catalina hier lang segeln. Die Mission hieß, glaube ich, Segel Catalina Segel. Auch ein richtiges Abenteuer, kann ich euch nur versprechen. Da musste ich mich auch gegen sowas hier zur Wehr setzen. Allerdings durfte ich diese Einheiten hier nicht beschießen, sondern ich musste das hier alles stealth-mäßig umgehen. Ja. Kümmerst du dich um die restlichen? Ich lad mal kurz nach. Ja, wenn mir auch nicht die Munition ausgeht oder ich reinstürze. Okay. Sekundäres Missionsziel empfangen. Suche, zerstöre die deutsche Artillerie. Das haben wir jetzt gemacht. Einfach so. Warum nicht, ne? War der einzigste Feind, der in der Nähe war, ne? Ja, ne? Haben auch so noch unsere Schiffe bedroht. Würden sie auf jeden Fall. Die Artillerie würde ich, glaube ich, meinen, die schießt denn auf unsere Schiffe. Ja, yep. Also das ist so kalibrige ist, ne? So ein dünner Kalkosten, so ein schwerer Gustav, ne? Ja, das ist natürlich mies. Ja, aber leicht abzuschließen. Meine Seidel. Jo. Ja! Ein bisschen intensiv gestalten, ne? Ich hab grad richtig geschwitzt, Alter. Das war grad. Mach das nicht nochmal. Doch. Okay. Aber sehr episch. So, ich diesmal kurz zurück nochmal. Ich mach mal kurz Autopilot, ich bin gleich wieder da. Kurz den Ofen anmachen, ich hab Hunger. Auf Pizza. Ja. Ja, dann würde ich einfach noch weiter moderieren. Bevor du übel.
So, da bin ich wieder. Irgendwas verpasst? Ach, nix Interessantes. Überhaupt nichts, ne? Wir müssen hier echt warten, bis sie überhaupt da vorwärts gekommen sind, die Schiffe, ne? Ja, ich glaube, das kommt noch, glaube ich. Ne? Das ist irgendwie komisch. Die Überraschung kommt noch, ne? Wahrscheinlich so 100 Fuck-off-Walls. Naja, mit unserer Bewaffnung sind die ja schnell runtergeholt. Naja, eine 2720er, ne? Das ist keine Typhoon. Guck mal hinter dir. Ja, ich sehe schon. Ich pass auf, ey. Hau bloß ab. Musst du zugeben, schon gut im Konstrukt, ne? In solchen Manövern. Ja, ich bewege mich auch nicht, ne? Um Gottes Willen. Ich stell mal vor, ich mach jetzt den. Und nu? Ja. Mit dem Kopf. Ich qualm mich ein, du Arschloch. Komm zurück, Schätzchen. Ja, immer schön rein in den Dunst. Kannst du auch Erdbeere. Ja. Das ist Tomatensaft. Oh, fuck. U87er. Oha, hinter uns, da, genau. Ja, U87er, die müssen auf jeden Fall weg. Also, Sturzflug. Ja, die sollten Reisestellbeute sein. Ich mache immer ganz gerne zu Anfang ein bisschen Sturzflug, damit ich Reisegeschwindigkeit kriege. Jetzt bin ich bei fast 600 km/h ungefähr. Auf 150, ne? Dann immer gib ihm. Also, scheiß auf die BF-109. Die sind ja nur uns irgendwie ein bisschen wichtig, ne? Also die können uns natürlich gefährlich werden, aber die U87, denke ich. Wie schon gesagt, die werden wahrscheinlich 500er Bomben oder sowas bei sich haben. Ja, oder ja, vielleicht sogar noch Kanonen umdruckt, ne? Die werden aber auf jeden Fall, weil es eine Einzelmission ist, werden sie auf jeden Fall Bomben haben, die den Frachtschiffen wehtun kann. Ja, das garantiert. Ich meine, so Frachtschiffe halt in den Saus. Ja. Also, runtergeholt. D3 ja, das ist eine anfängliche Stuka-Variante. Also die normale Stuka. Das Besondere ist eigentlich. Oh, fuck! Seine! Ich brenne, aber nicht alleine. Ich hole euch jetzt alle hier runter. Wir müssen es. Ah! Rache! Schrammgeilschein, ne? Seine Ramme immer ein, ne, wenn du brennst. Hey, ich bin im Arsch, ich konnte nichts machen, mein Flügel war da so kaputt. Angriff! Aber 9 Sekunden, um wiederzukommen, kein Problem. Ja. Alter, der Stuka hat gerade einen verdammten Rammstoß zum Überleben, ne? Bam. Da ist die BF-109, da sind die Jus. Ja. Bist du noch bei den News? Wo bist du? Ach, bin gerade ein bisschen abgestürzt. Also. Naja. Auch keine Munition, hab einer gerammt einfach, ne? Hat er keinen Bock zu warten. Oh, fuck. Wegen Nachladen meinst du jetzt? Naja, klar. War auch scheiße. Kannst du mich hören? Ja. Gut, ich dachte schon, ey. Meine, wenn ich da meistens so ein kleines Rauschen spreche. Deswegen. Das ist meistens so kein Indikator dafür, dass ich spreche, dass man mich hört oder nicht. Und weg bist du. Also die News kann man hier echt locker runterholen, ne? Das ist gar kein Problem. Aber es ist wenn wir holen dich runter. Was ist bei dir passiert? Wir gehen in den Sturzflug. Oh. Aber ich werde dich erwischen. Oh nein! Das ist ja mein. Einen Frachtschiff haben die. Oh, einen haben sie? Ja. Verdammt, ja, den anderen konnte ich auch nicht mehr runterholen. Der wird wahrscheinlich jetzt auch einen kriegen. Und? Ja, einer weniger, noch einer weniger. Wir müssen diese Use runterkriegen. Aber sie müssen erstmal nachladen. Hol sie runter. Ich muss auch erstmal nachladen. Ja, jetzt habe ich gar nichts mehr. Ja, ne, eigentlich müsste das mal machen, ne? Fürs Vaterland. Oder denn was zählt, ist die Mission. Mehr nicht. Hast du? Gut, hinter mir ist noch einer. Ja.
Ein Cockpit-Perspektive, ne? Und so. Oh, der hat aber ordentlich gekriegt von mir, ne? Stirb nicht. Der ist tot. So, da kommen noch ein paar. Ja. Oder was heißt ein paar? Die 109er da noch? Ja. Dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Theoretisch, ne? Gut, drei Frachtschiffe sind natürlich jetzt kaputt gegangen. Das, natürlich, das tut mir natürlich leid, ne? Aber man kann nicht alles haben. Größtenteils ist diese Mission ja gar kein Problem, ne? Es ist nur immer diese Schwierigkeit, dass dein Flugzeug halt nicht sehr schnell steigen kann, irgendwie, habe ich das Gefühl. Wieder, ne? Das ist echt mies. Kommen die von Weitem aus einer bestimmten Höhe an, da musst du erstmal eine halbe Stunde einplanen, dass du da überhaupt hochkommst. Missionsziel ja. Abgeschlossen. Das war der berühmte letzte Satz. Tschüss von Zeit. Ja, danke. Muss auch mal sein. Entschuldigung, Leute. Ja, das war die Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.